Und da sind wir wieder, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen bei der Folge 226. UFO-Mann spielt Minecraft. Wir haben heute den Samstag, den 19.10. Und wir beginnen gleich mal. Wir haben noch drei Glowsteine. Ach so, wir müssen ja erstmal schlafen. Die Sonne geht ja gerade unter, falls ihr euch noch erinnern könnt. Und hast du schon? Habt ihr schon? Du weißt doch, was ich meine. Ha, hier vermehrungsmäßig und so. Habt ihr schon? Habt ihr schon? Ha? Habt ihr schon? Mann, Alter. Muss ich jetzt extra noch Frauen hier rüberfahren oder wie? Ich will jetzt schlafen. Ich möchte jetzt schlafen. Ah, Gott sei Dank. So, und da befinden wir uns schon an einer bei einer weiteren Folge. Und wir haben heute Samstag. Samstagmorgen, die Sonne geht auf. Die Dorfbewohner haben das Haus schon verlassen. Das sind ja so richtige Frühaufsteher. Die können auch selber Türen wieder zumachen. Finde ich sehr cool. Genau, hier hinten. Hier, denke ich mal, kann es überhaupt nicht schaden, wenn wir hier noch eine ja, Zeitlupenmann. Bitte keine Rose. Bitte keine Rose. Einfach nur da ein Stück weggehen, ja? Das war jetzt nicht aggressiv gemeint. Dabei geht es lediglich darum, dass wir hier arbeiten müssen. Wir finden es sehr gut, dass sie da aufpassen. Ja, absolut gut. Aber wir haben auch zu tun hier. So, dieser Baum, der gefällt mir jetzt hier nicht mehr. Da kann man ja theoretisch dann auch schon bald eine neue Dings bauen. Ihr wisst, was ich meine. Wollen wir hier das ganze Laub mal abernten? Wir haben noch eine Schere dabei. So. Okay, Laub, 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 Laub. Ja, kann man ja nie genug haben. Vielleicht können wir uns daraus irgendwie was Schönes bauen. Ich meine, ich weiß nicht, ob man daraus auch Laub, eine Laubmauer bauen kann, wo Zombies nicht durchkommen. Wahrscheinlich, wa? Eigentlich müssten es ja Blöcke sein, wo die Zombies nicht durch können. Ja, wo die keine Chance haben. Und wir hören schon die Fanfare des Todes weht. Durch Ufotopia. Die Orgel kündigt unser Nether-Besuch an. Aber bevor wir in den Nether gehen, packen wir hier einige Sachen raus, die wir dort nicht brauchen. Das braucht man nicht, das braucht man nicht, das braucht man nicht, höchstens um mal eine Packung Lava noch mitzunehmen. Das brauchen wir da nicht. Das brauchen wir hier für die Tiere. Puppi, egal. Und die Loren, die packen wir hier in die Kiste. So. Und dann, wie sieht's aus mit der Rüstung? Die Folge. Ah, okay. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, unser Bogen geschärft, weil wir wollen ja noch die Dingsbumse umbringen. Ihr wisst, um wen es geht. Feuerzeug haben wir unten in der Truhe, glaube ich. Und jetzt gehen wir einfach mal ganz keck in den Nether. Und holen uns noch ein bisschen Glowstone. Was soll der Geiz? Uhu, mir wird schon wieder ganz schwindelig. Und da sind wir wieder im Nether angekommen. Und wir hören schon die unsympathischen Nether-Geräusche. Und hier haben wir noch 12 Zombie-Fleisch. Die können wir dann gleich noch mitnehmen. Wenn wir wiederkommen. Erstmal lassen wir die drin. Dann haben wir hier eine völlig abgenutzte Schaufel. Die können wir eigentlich gegen eine neue tauschen. Das werden wir mit rumtragen. Die Schilder. Bababa, bla 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 bli. Bla. Okay. So. Oh, da ist schon wieder ein Gas. Jetzt können wir gleich mal unserem. Willst du mitkommen? Naja. Bleib mal lieber hier. La 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 la. So, wir hatten uns ja schon mal, wa? Wir hatten uns ja schon letztes Mal, als ich hier abgehauen bin, wa? Mein lieber Freund. Ups. Da kannst du aber einen drauf lassen. Aua. Menno.
Da kannst du einen drauf lassen, dass ich dich jetzt hier erledige, du. Haha, ja, guck mal. Wenn ich dich treffen tue, dann... Aua. Oh, jetzt brenne ich auch gleich noch, bestimmt. Oder wir werden es jetzt wirklich mal abwehren hier. Ah, guck mal. Hat da wer Angst oder was? Ja. Guck mal. Ja. Ja. Ja, komm. Ja. Solange bis einer heult, mein Freund. Ich stehe ein bisschen zu nah am Rand dran. Oh. Na los, komm. Wir schaffen das schon. Ich krieg dich eh. Weil ich intelligent bin. Ja, komm schön nah ran. Komm nah ran. Ja. Jetzt haut er wieder ab. Ja, komm her. Komm her. Ich höre da meinen Hund schon wieder japsen hier. Du treffst den gar nicht, oder was? Kann ich hier nicht treffen? Ach Mist. Du solltest doch da sitzen. Warum bist du denn schon wieder losgelaufen? Och, Menno. Warum ist denn dieser Hund schon wieder... Ja, setz dich ja hin. Oh. Ich habe, glaube ich, auch vergessen, hinter mir die Tür zuzumachen. Das ist nämlich der Fehler, glaube ich. Die Tür ist zu. Ach, hier komme ich ja wieder nicht raus. Und die andere... Hier, genau, die ist nämlich nicht zu und dann kommen die hinterher. So, jetzt nochmal up in Nether. Wir haben noch etwa 10 Minuten Zeit für unsere Tour hier. Okay. Es wäre nicht schlecht, wenn man den irgendwie... Ich sehe schon, da oben ist, ja. Was ich irgendwie nicht so richtig verstehe, ist... Oh, ey, alter Dauerfeuer oder was? Oh. Ich glaube, wir müssen mal kurz hier zur Besinnung... Ich bin gestorben. Na, das ist ja doof. Wo komme ich denn wieder zu mir? Hier? Ach Mist, habe ich jetzt meine 23 waren es ja nicht. Tür zumachen. Und wieder mal habt ihr einen tollen Tod miterlebt. Wir werden uns jetzt nicht die Mühe machen. Wir holen uns jetzt einfach unser ganzes Zeug wieder. Das dürfte doch nicht so das Problem sein. Guck mal, alles hier. Diamant, Schwert, Rüstung, alles nehmen wir uns wieder mit. Ist nichts verloren gegangen, gar nichts. So, und hier in Sicherheit werden wir... Guck mal. Alles noch da. Haha. Außer meine Schuhe sind weg. Und mein Diamantschwert ist noch da. Mein Bogen ist noch da. Okay. Rüstung. Außer die Schuhe fällt mir jetzt nichts auf. Was Wichtiges wäre. Gut, die Axt. Weiß gar nicht, ob ich die überhaupt mitgenommen habe. Aber für dieses Ding musst du eigentlich sterben, mein Freund. Für dieses Ding müsstest du sterben. Guck mal, da schwebt doch noch viel mehr rum. Da müssen doch auch meine Schuhe noch dabei sein. Guck mal hier. Na, siehst du. Und hier ist da noch was, was runtergefallen. Na, wollen wir es mal nicht riskieren. Schuhe anziehen. Frage ich mich, was ich da eben eingesammelt habe. Also die Schuhe waren da jedenfalls nicht dabei, meine... tollen Diamantschuhe, aber, oder? Waren das überhaupt Diamantschuhe mit Federfall oder so? Ja. Guck mal, da unten ist er. Oh, warum greift er mich an? Was war das denn? Warum hat er mich angegriffen? Leute. Gut. Dann holen wir uns unser Zeug nochmal. Und dann werden wir wohl die Nether-Reise für heute abbrechen.
wenn wir das Zeug dann noch mal eingesammelt haben. Wenn es überhaupt geht. Es kann auch sein, dass die jetzt so sauer auf mich sind. Ja, die schlagen mich sofort, oder was? Haben die jetzt ja schon gewartet auf mich, oder was? Ja, wenn das nicht mal eine spannende Folge ist hier, wa? Was können wir da jetzt machen? Ein bisschen warten, oder was? Und dann einsammeln? Den Golem mitnehmen. Den Golem mitnehmen in Nether? Ich habe ja gar kein Seil dabei. Die Typen sind hier einfach reingekommen, oder? Guck mal, die greifen mich sofort an. Ich komme noch nicht mal raus. Sind die so stark? Habe ich hier noch irgendeine Waffe? Ein Steinschwert könnte ich mir jetzt bauen. Leute, Ufo-Mann kommt gleich mit einem Steinschwert. Dann werdet ihr schon sehen. Wenn ich hier mit einem Steinschwert komme. Schnell ein Steinschwert gebaut. Bom, 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 bom. Und schlafen gehen. Vielleicht haben die sich ja morgen wieder beruhigt. Und die Tür zu. Und schlafen gehen. Ist ja auch alles ersetzlich. Wir haben ja noch ein paar Diamanten. Achso, wir hatten unsere super Glücksspitzhacke dabei, wa? Die müsste man natürlich noch retten. Na, gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Ach, guck mal, da kommt er schon raus. Ja, kommen Sie, kommen Sie. Boah. Man sieht überhaupt nicht... Man sieht gar nicht, wie er zuschlägt. Guck mal... Oh. Hey! Na sag mal, jetzt wäre ich aber langsam sauer hier. Wie viele Tage müssen denn da vergehen? Du kleine Made, genau, richtig so. Der war böse zu mir. Was soll denn das? Jetzt habe ich gar keine Chance, mein Zeug da wieder raus. Ich will doch nur meine Glücksspitzhacke. Vielleicht habe ich ja Glück und die Tür war doch zu, wa? Jetzt müsste doch eigentlich... Da dürfte jetzt da keiner mehr drin sein, weil die Tür zu ist, oder? Ah ja. Guck mal, er ist schon ganz harmlos. Er tut mir gar nichts. Er tut mir nichts. Okay. Nein, nein, nein. Nein. Ich hab's fast geschafft. Ich will doch nur meine Glücksspitzhacke. Was können wir denn jetzt machen? Wie lange dauert denn es, bis sie dann nicht mehr sauer auf mich sind, ha? Das würde mich mal interessieren. Das würde mich mal interessieren. Ich werde die Tode dann mal zählen von dieser Folge. Guck mal, es schwebt da an. Ach, guck mal einer an. So, jetzt gibt's aber Saures. Jetzt komme ich mit dem Steinschwert, meine lieben Freunde. Da gibt's da nichts zu lachen. Vor allen Dingen... Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich einen geschlagen habe. Ach so, der ist wahrscheinlich jetzt in meine Welt. Ich will nur meine Spitzhacke. Was, habe ich hier noch was, was mir weiterhelfen könnte? Nee, wa? Ich will nur meine... Spitzhacke. Nein, lasst mich, lasst mich, lasst mich, lasst mich, lasst mich. Das schwebt da immer noch. Was mache ich denn jetzt, ey? Ah, okay, ich habe eine Idee. Ich könnte mich da ranbuddeln mit einem... das wird eine lange Folge, ich spür's schon. Ich brauche nur Material und dann buddel ich mich da ran und hol mir das Zeug. Ich will nur mein Zeug, die ganzen Erfahrungspunkte, möchte ich gar nicht haben. Da brauche ich das. Und das. Dann brauche ich noch das. 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 Sehr cool.
Okay. Eine Werkbank haben wir unten. Dann machen wir da alles dicht und dann buddeln wir uns da so einen Tunnel, wo die nicht rankommen. Vielleicht mal gucken, wie lange unser Zeug noch existiert, sozusagen. So, komm. Das muss doch funktionieren. So. Okay, die Tür ist zu. Ja, dann machen wir hier schon mal dicht. Und dann bauen wir uns ein paar Spitzhacken. Genau. Damit wir da schön arbeiten können. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Vielleicht sollten wir uns das tatsächlich noch aufheben hier, falls wir noch mehr Spitzhacken bauen müssen. Und unseren Tunnel nur aus Nether-Zeugs hier bauen. So. Und jetzt müssen wir im Prinzip hier raus. Ja, und da hinten ist unser Zeug. Oh, du Sack, ey. Haut bloß ab. Ich habe ja noch nicht mal was zu essen dabei. Oh. Ihr seid so doof. Lasst mich. Lasst mich bloß in Ruhe. Ah. Lasst mich bloß in Ruhe. Ich sehe da hinten immer noch mein Zeug. So, und jetzt können wir uns schon mal hier lang so ein Ding bauen. Und da lang so ein Ding. Und hier lang so ein Ding. Okay. Was ist denn das? Kann ich die XPs nicht einsammeln oder was? Was soll denn das? Ah, jetzt habe ich sie eingesammelt. Okay. Ja, komm, komm, komm her, komm her. Komm her. So. Jetzt müssen wir im Prinzip noch schnell hier einen ransetzen. So. Jetzt haben wir schon mal hier coolerweise. Und jetzt bauen wir uns hier unseren Tunnel. Und ich glaube, die können nicht... Können, glaube ich, nicht springen. Die könnten natürlich die Steine entzünden, wenn ich Pech habe. Aber vielleicht haben wir Glück. Ah, okay. Ah, Mist. Aber das dürfte jetzt eigentlich funktionieren. Wir sind schon ziemlich nah am Ziel dran. Ich werde echt die Tode zählen. Ach so, jetzt haben wir keine Spitzhacke mehr. Jetzt mal hier erstmal zumachen. So, weiter geht's, wa? Vielleicht haben wir noch eine Chance. Ah, jetzt haben wir gleich wieder drei Spitzhacken und unsere Steine. Das ist sehr gut. Sehr schön. Weiter geht's. Ach, Goldnuggets haben wir auch. Sehr cool. Noch ist unser Zeug da. Wir machen jetzt die Folge echt so lange, bis ich mein Zauberschwert da wieder habe. Dann war das nämlich dann doch nicht so schlimm mit dem Tode. Guck mal, wir sind schon ganz nah dran. Blöd ist natürlich, wenn die von oben dann da runter gesprungen kommen von irgendwo. Weiter. Ah, Mist. Ach, wo kam der denn jetzt wieder her? Von hinten? Oder doch von oben reingesprungen? Da muss ich mir ja doch oben ein Dach aufbauen. Ach, Mann, 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 ey. Mann, 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 ey. Ja, wir probieren es mal so. Ich habe keinen Bock hier aufzugeben. Wir sind so nah dran.
Entschuldigung. Wir sind so nah dran. Ich schaff das. Guck mal, das müsste mein ganzes Zeug noch liegen da hinten. Ah. Kann ich mir hier noch was bauen? Schnell. Nee. Scheinbar kommt er jetzt im Moment nicht. Okay, ich hätte natürlich jetzt eben auch eine Barriere bauen können. Vielleicht haben wir Glück. Oder jetzt, vielleicht haben sie sich jetzt wieder abgeregt. Das wäre natürlich auch cool. Ein Tier baut man so schnell. Achso, die können wir dann erstmal alle mitnehmen. Okay. Der steht da noch. Jetzt kommt er. Mehrere. Wo kam denn der andere her? Echt spannend. Total spannend hier. Okay. Ah, Mist, die sind immer noch hier. Ach, jetzt ist mein ganzes Zeug weg von der Lava, oder was? Ach, schade. Habe ich es doch nicht geschafft. Habe ich es doch nicht geschafft. Ja, nein, 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 nein. Was ist denn da noch? Schlafen wir erstmal schnell. Schnell schlafen. Ja, habe ich doch zu lange gebraucht. Es soll jetzt nicht der Weltuntergang sein. Wir hatten ja trotzdem eine super spannende Folge. Ich hoffe, ihr habt alle auch mit mir mitgefiebert. Ja, wir haben wirklich gekämpft. Wir haben gekämpft wie die Tiere. Ich hätte auf die Tunnelidee vielleicht ein bisschen früher kommen müssen. Jetzt kann ich hier wieder nicht schlafen, weil Monster draußen sind. Das heißt, dass ich dann hier die ganze Nacht warten muss, oder was? Hallo? Habt ihr euch schon vermehrt? Nö, wa? So? Ja, wir haben nichts verloren, was nicht ersetzbar wäre. Euch würde ich ja jetzt am liebsten mit der flachen Hand alle umbringen, nach dem Scheiß, den ihr hier gemacht habt. UFOs große Natur. Das war geil, oder? Wir können aber trotzdem mal gucken, ob, ob wir noch was retten können. Dann ist die Folge ja wirklich vorbei. Ups. So. Nee, wa? Seid ihr immer noch sauer? Seid ihr immer noch sauer? Seid ihr denn bescheuert? Wie lange geht das? Das ist ja jetzt schon seit 4 Tagen. Nö, jetzt gehe ich nicht nochmal runter. Jetzt mache ich ja die Tür zu. Oh komm, lass mich doch mal die Tür dazu machen, Mann. Gibt's denn sowas? Und der Golem, der macht da auch gar nichts, oder was? Wozu habe ich den denn eingestellt? Wo ist denn der? Nachher geht der noch in Nether hier. Hast du ihn umgebracht? Super, hast du gut gemacht. Nein, da ist er immer noch. Na, sag mal. Jetzt. Ein goldener Gedanke, schön. Da können wir uns ja was eine Zahnblombe mitmachen, oder wie ist das gemeint? Komm, es reicht. Nur, ich will jetzt einfach nur zurück nach Hause, nach Ufotopia. Das hat echt gereicht, ey. Nur zurück. Es ist nicht zu spaßen, aber ich weiß immer noch nicht, warum mich die Schweine angegriffen haben. Ich habe eigentlich nur mit dem Gas gekämpft. Ich muss sie irgendwie aus Versehen berührt haben. Oder dass ich einen ins Feuer geschubst habe oder so, keine Ahnung.
Wobei ich mich erinnern kann, hatten wir jetzt auch nicht so viel dabei. Die XP müssen wir uns dann halt neu einsammeln. Jetzt sind wir hier völlig nackt und haben nichts. Ach so, dazu müssen wir aussteigen. So. Kannst ja mal hier bleiben kurzzeitig. Und ist da schon jemand eingestiegen in unserem Wagen? Nein. Gut, dann gehen wir jetzt. Oh, guck mal. Bist du tot? Huhn? Nein, du bist nicht tot. Du weißt nur nicht, wie du da rauskommen sollst, wa? Aber du musst jetzt da erstmal drin bleiben, weil, einer ist da noch. Ach, wie traurig. So habe ich gekämpft. Bin bestimmt 12 Mal gestorben. Muss mich jetzt komplett neu ausrüsten. Da werden wir, glaube ich, diesmal wieder mal mit einer Eisenrüstung anfangen. Weil so viele Diamanten haben wir ja auch nicht mehr, oder? Na, ob wir da jetzt... Ach, guck mal einer an. Was haben wir denn da? Eine Glücksspitzhacke. Ist das etwa die gute, die ich mir aufgehoben habe? Und eine super Diamantschaufel. Na, da sparen wir doch schon wieder. Da sparen wir ja schon wieder. Na gut. Dann machen wir jetzt an der Stelle mal Schluss für heute. Das war die Folge 126. Die wird natürlich den Namen kriegen. So und so viele Tode. Die ganzen Tode, die ich hier gestorben bin. 10, 12, 13. Wer weiß, ich muss sie alle dann nochmal durchzählen. Dazu muss ich mir die ganze Folge nochmal angucken und genau analysieren, wie viel Tode ich hier hatte. Und das war's, meine lieben Freunde. Und ich hoffe, ihr fandet diese Folge genauso spannend wie ich. Das war einer der spannendsten Folgen, die ich je hatte. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich sage, auf Wiederhören.